fröhliches Hallo aus der Bellmann-Halle. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe heute für euch eine halbe Stunde Ganzkörpertraining vorbereitet und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Viel Spaß! Wir gehen in die Grätsche. Fußspitzen nach außen, Knie nach außen, Bauchspannung. Und dann atmen wir tief ein und aus. Einmal noch. Und wir halten. Wir federn. Ziehen die Fußspitzen nach oben. Legt die Daumen zueinander. Hände sind locker abgelegt auf den Oberschenkeln. Und dann verlagern wir zur rechten und zur linken Seite. Jetzt. Zieh die Arme lang. Beide Schultern hoch und tief. Schulter rückreisen. Wir ziehen den Ellbogen vor im Wechsel links und rechts. Schön den Kreis ziehen. Ziehen. Jawohl, Arme kreis. Oh. Großen Arm kreis. Sehr gut. Komm, vier schaffen wir. Vier. 3, 2, wir ziehen den linken und den rechten Arm in die Diagonale. Hoch. Nach oben. Beide. Zieht nach oben. Genau. Noch 4. Noch 3. 2 noch. Und halten. Wir ziehen die Ferse nach hinten. Im Wechsel links und rechts. Arme gehen in die Seithalte. Die rechte Hand tippt an die linke Ferse und umgekehrt. Genau. Kennt ihr alles, ne? Erinnert euch. Sehr gut. Bleibt schön in der Grätsche. Noch 4, noch 3. Und jetzt tippen wir nach vorn. Verliert eure Grätsche nicht. Ha. Genau. So macht ihr das gut. Noch 4, noch 3. Und wir arbeiten ein Knee Lift und die Knie gehen frontal. Ja. Genau. Zieh. Doppel Knee Lift. Doppel Knee Lift, Doppel Knee, genau, wir marschieren ab rechts. So, Gelenke sind ein bisschen aufgewärmt, jetzt kommt ein kleiner Ausdauerteil. Wir beginnen mit einem V-Step und einem Squat. V-Step, einen Squat. Genau, nimm die Arme schön sauber mit. Tief. Tief und hoch. Rocket on the left. Wir wechseln links. Wir wechseln rechts. Wir wechseln links. So, wir kombinieren die beiden zusammen. Ein Faustel, ein Squat, ein Repeater. Und dann sind wir auf der linken Seite. Ein Faustel links. Einen Squat, einen Repeater. Genau, noch einmal rechts. V-Step, Squat, Repeater. Wechsel links. V-Step, Squat, Repeater. Wir kommen zum Mambo rechts. Öffnet den Brustkorb. Ganz sauber mit den Armen arbeiten. Wir setzen einen Triple. Und wechseln dann zur linken Seite. Das machen wir jetzt noch. Zum Einüben, nachher lassen wir den Triple weg. Nochmal Mambo rechts. Ha. Zieh. Und wir wechseln.
Genau, wir setzen jetzt gleich einen Schritt und beginnen mit V-Step rechts. Squat. Repeater. Und jetzt kommt schon der Mambo links. So, habe ich die Seite gewechselt. Cool, oder? Genau. V-Step, links. Genau, Squat. Repeater. Guckt, ich bin auf rechts mit Mambo. Genau, gut macht ihr das. Ich beginne wieder mit einem V-Step. Einen Squat. Einen Repeater. Ich bin nach links mit Mambo. Genau. Jetzt komme ich zum V-Step. Links. Squat. Repeater. Und dann der Mambo. So, nach dem Mambo kommt ein langer Schritt. Aufgepasst. Start. Lunge. Halt. Dann lassen wir die Arme weg. Kommen auf die Oberschenkel. Rück. Halt. Das machen wir noch zweimal. Rück. Halt. Nochmal rück. Und dann setzen wir die Schritte zusammen. Kennt ihr alles, ne? Beginn mit V-Step. Rechts. Squat. Jetzt kommt der Repeater. Und danach kommt, ne? Genau, der Mambo. Und nach dem Mambo setzen wir den Lunge links. Zeit. Nach und zurück. Das macht ihr gut. Zeit. Schön, dass ihr dabei seid. V-Step. Squat. Repeater. Mambo rechts. Und dann kommt der Landschritt. Wir beginnen rechts. Zeit. Und nochmal rück. Und nochmal Zeit. Sehr gut. So, V-Step. So, letzter Durchgang. Repeater. Genau. Jetzt der Mambo. Ihr erinnert, ne? Jetzt der Lunge. Und Zeit. Und rück. Und Zeit. So, wir haben die linke Seite zu fassen und beginnen mit V-Step. Genau, Repeater. Jetzt habt ihr es drauf, ne? Sehr gut, Mambo. Und jetzt kommt der Lunge. Der Side. Und rück. So, wir haben es. Wir marschieren noch. Atmen einmal tief ein und das wird kurz aufwärmen. Aber den Puls ein bisschen nach oben gefahren. So, die nächste Übung. Knie vor, Knie rück. Knie. Okay, hoch. Hoch, hoch, jetzt nehmen wir die Arme mit, Seit. Genau, halte die Oberkörper schön aufrecht, hoch, 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 zieht das Knie bitte mindestens hüfthoch. Nein, nicht mindestens, sondern hüfthoch. Ja. Schaffen wir noch zwei? Ja, wir schaffen zwei. Und der letzte. So. Und stopp. Einmal die Beine auslockern. Das war jetzt die linke
Seite. Oberschenkelkräftigung. Und jetzt kommt die rechte. Es geht. Hoch. Und hoch. Zurück.
jetzt die letzte. Der letzte Durchgang. Nach hinten. Und stopp. Einmal schön ausstrecken die Beine. Wir mobilisieren mal kurz die Wirbelsäule. Hüftbreiter Stand. Schulter vorn fallen lassen, Kinn nach vorn. Und wir rollen uns ab. Wirbel für Wirbel. Arme ausschütteln, Schulter lockern, Kopf lockern. Da kommt der langsam nach oben. Schulter rückkreisen. Genau. Einmal schön ausgeschüttelt. Jetzt kommt jetzt ein kleiner Bewegungsablauf. Ist vielleicht für euch ein bisschen neu, aber ihr kommt da bestimmt ganz flott rein. Also, von dem Stand gehen wir in die Hocke. Dann heben wir das rechte Knie, wir bleiben in der Hocke, gehen jetzt in die Streckung. Dann ziehen wir das Knie wieder nach oben, gehen tief und dehnen uns auf. Dann geht es wieder runter. Wechseln die Seite, ziehen, hoch, tief und öffnen. Tief. Arme gehen nach vorn, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule.
Hose und jetzt arbeiten die Arme. Tick-Tack, gegengleich, gestreckt. Fingerspitzen zeigen nach vorn. Die Hände sind fächerförmig geöffnet. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Genau. Haltet das Gleichgewicht. Atmet tief ein und aus. Kommt, zieh. Sehr gut. Weiter, weiter. Kommt, vier schaffen wir noch. Wir schaffen noch drei, zwei noch. Komm, zwei sind zwei. Und stopp. Gut gemacht. Schön ausgeschüttelt, sehr schön. Ausgelockert. So, wir wechseln dann die Seite. Linke Bein ist das Standbein. Wir haben jetzt eine Änderung der Arme. Ne? Schaut. Wir gehen wieder in die Körperwaage. Die Arme bleiben hier an der Seite. Körperwaage. In der Vorstellung, dass wir fliegen wollen, ziehen wir die Arme seitengleich zum Popo. Fingerspitzen hinten, Hände fächerförmig geöffnet, Schulterblätter hinten zusammen. Genau. Auch für diejenigen, ne, die Gleichgewicht nicht so gut halten können, tippen hinten leicht ab. Sehr schön. Komm, zieht nochmal. Vier. Schultertief. Verlängerung. Drei. Zwei. Zwei sind zwei. Und stopp. Sehr schön. Arme, Beine ausgeschüttelt. Gut gemacht. Gleich gehen wir auf die Matte. Eine Übung noch. Im Start. Wir gehen in die Grätsche. Die Fußspitzen sind nach außen gedreht. Knie ziehen auch nach außen, ne? Bitte nicht dieses Arbeiten. Oberkörper bleibt aufrecht. Zieht bitte beide Fersen nach oben. Die Arme schulterbreit nach vorn. So, stellt euch vor, wir hätten hier einen Gummischlauch. Den ziehen wir nach hinten, nach vorn. Hier gehen wir in die Streckung. Arme nach vorn. Zurück. Vor, hoch, tief, rück, vor, hoch, tief, rück, vor, hoch, tief, rück, vor, hoch, tief, rück, vor, hoch, tief. Wir schaffen noch einmal, rück. Und vor, hoch, so, und jetzt halten wir hier. Haltet die Kräftigung, Oberschenkel, Fersen bleiben oben. Tick-Tack, Schulter tief, Kopf gerade, immer noch halten. Wir haben immer noch weiter eine Halteposition. Und noch vier, noch drei. Und stopp, der Arm nach oben. Und hier ziehen wir Seiten gleich nach hinten. So, und jetzt kommen wir langsam nach oben, strecken die Knie durch, ja, zieh, zieh, komm, öffne, die Bauchfaszie, zieh, und rück, nach vier, drei, zwei, und stopp. Wir nehmen die Arme nach unten, Fersen tief, Oberkörper nach vorne, und der Rücken auf. Und noch einmal. Oberkörper nach vorne. Und der Rücken aufrollen. Prima, nochmal. Oberkörper nach vorne. Und zieh. Letzte Mal. Oberkörper nach vorne. Rollt euch auf. Langsam. Wirbel für Wirbel. Schulter rückreisen. Beine schließen. Und einmal ausschütteln. So, wir gehen jetzt gleich runter auf die Matte. Vorher lockern wir noch ein bisschen die Beinmuskulatur aus. Über einen Kick setzen, lockern, lockern. Stabilitätsübung, Ganzkörper, ist ja auch das Thema.
Schulter. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Knie aufgesetzt. Hände unterm Schultergelenk. So, ich hebe jetzt beide Knie gleichzeitig an. Dann strecke ich das rechte Bein nach hinten, das linke zum V und komme hier wieder zurück. Strecken, strecken zum V, hier wieder zurück. Strecken, strecken, zurück, zurück. Wir öffnen zum V. So, ihr achtet darauf, dass die Knie unten bleiben, bitte. Öffnen und wieder Vierfüßlerstand. Und wieder Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand. Öffnen. Zweimal schaffen wir noch. Öffnen. Und letzte Mal. Und wir setzen auf. Nach hinten. Für diejenigen, die nicht gut stützen können, die können bitte in den Unterarm stützen. Ja? Die nächste Übung ist Kniehebelauf in der Stabilisation und ihr entscheidet, in welchem Tempo ihr arbeitet. Wichtig ist die Länge der Übung, das sage ich am Schluss, ist, aber das Tempo bestimmt ihr. Schaut. Das ist die Übung. Ihr könnt langsam oder schnell. Ihr entscheidet. Hört nicht auf die Musik. Die Knie gehen bitte genau gerade unter den Bauch. Nicht zur Seite, genau gerade. Ihr macht weiter. Schön. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Vergesst nicht zu atmen. Komm, 4, 3. Kontrolliert abgesetzt. Mit Rückenstrecker-Dehnung.
Übung ist in Bauchlage. Ich zeige es frontal, damit ihr besser schauen könnt. Geht bitte in die Bauchlage. Nee, ihr schaut erst zu und geht dann in die Bauchlage. Ich zeige die Übung. Fußspitzen sind in die Matte gedrückt. Knie sind oben, Po ist fest, Beine sind fest, Arme gehen in die Seite. So, jetzt ziehen wir den rechten Arm nach vorn, den linken Arm nach hinten und kommen hier mit dem Oberkörper. Und dann wechseln wir hoch. Hoch. Zieht ein Doppelkinn. Wartet mal, ich schau mal. Ja, gut macht ihr das, prima. Und weiter geht's. Und hoch. Und hoch. Vergesst nicht zu atmen. Der Muskel braucht Sauerstoff. Und locker lassen. Stirn ist abgelegt. Kippelt mit dem Becken. Zur rechten und zur linken Seite. Allmählich kommen wir zum Ende der Übungseinheit. Was haben wir noch nicht gezielt gearbeitet? Genau, Bauchmuskulatur. Das machen wir jetzt. Wir beginnen im Sitzen. Sehr schön. Gerade Rücken. Die Füße stehen hüftbreit. So. Jetzt legen wir die Hände auf die Knie, die Handflächen. Und gehen so weit nach unten, bis die Arme gestreckt sind. So, dann legen wir die Hände übereinander. Und jetzt tippt der rechte Ellbogen nach hinten. Wir kommen nach vorn. Und der linke tippt nach hinten. Wir kommen nach vorn. Tipp. Tipp. Achtet darauf, ne, dass die Ellbogen immer eine Linie haben. Damit möchte ich sagen, knickt nicht so ab. Nach hinten. Und tipp. Und tipp. Sehr schön, macht ihr was kommt. Schön nach hinten tippen. Tippen, ne? Bedeutet, ich tippe auf die Matte ohne Gewicht. Tipp. 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 Nach hinten tippen. Könnt ihr noch? Ja, ein bisschen geht noch, ne? Ja, ich höre den einen oder anderen stöhnen. Aber ihr wisst, er stört mich nicht. Sehr schön nach hinten. Kommt. Sehr schön nach hinten. Hier schaffen wir noch. Ich glaube, ihr merkt es auch ein bisschen am Oberschenkel, oder? Und stopp. Füße zusammengelegt. Knie nach außen, Kinn nach vorn, greift die Füße und dann zieht ihr euch mal so leicht nach unten. Dehnen wir den Rücken strecken, ne? Kopf hängen lassen. Prima. So, die nächste Übung. Löse ich jetzt mal mein Mikro. Wir gehen nach hinten in den Unterarmstütz. Nach hinten in den Unterarmstütz. Könnt ihr mich noch sehen? Ja, ne? So. Die Beine sind Tabletop. Und ich ziehe im Wechsel rechts, links. Tippe ich auf die Matte und ihr achtet, dass das angewinkelte Bein immer 90 Grad Winkel arbeitet. Tipp. 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 Gut macht ihr das, kommt. Zieh. Zieh. Ha. Tipp. Tipp. Vergesst die Atmung nicht. Oha. Jetzt wird schwer. Noch vier. Drei. Zwei. Und stopp. Ganz runter.
Das ist die Dehnung für die Rückenstrecke. Und jetzt gehen wir einmal kurz in die Rückenlage und ziehen den Bauchmuskel ganz lang. Genau. So, die letzte Übung. Die Hände gehen gestützt an den Kopf. Beine sind wieder Tabletop, hier gehalten. Linke Hand geht an die rechte Ferse, rechte Hand geht an die linke Ferse. Wer Nackenprobleme hat, lässt bitte die Schulter und den Kopf auf der Matte. Tipp, 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 tipp. Schön an die Ferse tippen, ne? Ich sehe das. Tipp. Vier noch hier. Drei noch. Zwei, ach komm, wir schaffen noch zwei. Und stopp. Oberkörper abgelegt. Lockert mal die Nackenmuskeln. Dreht den Kopf rechts aus. Sehr schön. Beine aufgestellt, Beine ausgeschüttet. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt schön gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.